Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 4 Uhr. Es gibt Neuigkeiten zur Eiswaffelknappheit. Jedes Jahr im April erreicht der Eiswaffelbedarf neue Höchstwerte. In der Vergangenheit stellte die Eiswaffelknappheit im April ein echtes Problem dar. Dieses Jahr aber konnte ihre Produktion glücklicherweise um das Fünffache gesteigert werden. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich würde gern wegsehen, aber ich kann einfach nicht. Ist das Ende eures Berichts? Danke fürs Zuschauen. Ich bin Inkling Girl, und das waren die Mii-Nachrichten um 4 Uhr. Oh oh, wenn das Eis schon im April so knapp ist, was machen die dann im Hochsommer? RIP, würde ich sagen. RIP. Hi Leute, na? Erstmal Geld einsammeln, ne? Prioritäten? Haben wir jetzt eine Menge? 3300? Ja. Man will ja gerüstet sein für alle Fälle. Und was gibt's Neues im Möbelhaus? Ring! Der Boxring! Ja, wir hatten Klitschko früher. Aber jetzt wüsste ich nicht, wem wir da rein... The Rock! The Rock! Schon, ne? The Rock ist auch Wrestler. War demnächst bei WrestleMania? Hier steht nicht Boxen dran. Ist schon teuer, aber weißt du was? Was kostet die Welt? Vielen Dank. Wenn ich hier manchmal schaue, also wenn ich Spenden hole und einfach nur ne, die Tage nutze für ein 3DS, da kommt's vor, dass bei der Inneneinrichtung gar kein neues dabei ist. Guck mal, Dirndl. Ah, Dirndl! Aber die Farbe ist doch blöd, oder? Rot, Charmprinzen, also Prince Charming, Pilotenuniform, mal direkt die Pilot Wings, Piloten rausholen, das wäre ein Ding, ne? Hat man für die QR-Codes? Wäre stark. Willkommen. Aber zu essen haben wir nichts Neues. Willkommen. Da kaufe ich auch immer, was ich noch nicht habe, wo neu dran steht, mindestens ein Exemplar für das Album. Tomodachi Quest und Fotoalbum. Aber es geht einiges ab im Haus, wie ich sehe. Ja, Gesundheit. Apropos The Rock. Da will man ihm ein neues Ding geben und er ist auch noch verknallt. Kannst du mich vielleicht einen Moment in Ruhe lassen? Wer würde sich nicht verknallen in die sprechende Augenbraue? Ich habe mich in Megumin verliebt. Ich muss es ihr sagen. So ein Riesenkerl und dann so eine kleine Loli. Nur wie soll ich es ihr sagen? Wenn jetzt einer sagt, das ist keine Loli, die sagt im Konosuba-Anime selbst, von wegen Quoten-Loli. Da kommt ja die dritte Staffel, ne? Habe ich gesehen, im Trailer oder was? Du verzweifelt, Spruch aufsagen, den haben wir gehabt. Ich weiß nicht, ob ich verzweifelt schon hatte, das nehme ich jetzt. Aber wann und vor allem, wo soll ich es ihr sagen? Also den Park hatten wir den Café, wir haben jetzt das Café, los geht's. Und soll ich mich davor lieber umziehen oder besser so bleiben? Ich glaube, wir hatten das Café schon, aber ja, ist okay. In Ordnung, dann nehme ich jetzt allen Mut zusammen und gehe zu ihr. The Rock könnte auch diesen Gürtel als Outfit gebrauchen, so wie es bei Klitschko damals der Fall war. So, jetzt viel Glück. Bitte, bitte werde meine Freundin, ich kaufe dir auch ein extra großes Schokoladeneis. Das ist ein Argument, oder? Hey, warte. Ich wusste schon, Es hat zu lange gedauert. Marcel! Niemand liebt dich mehr als ich. Unmöglich. Am allermeisten liebe ich dich. Da war noch Colonel. Wen von uns nimmst du, Megumin? Ich bin so froh, dass du so fühlst wie ich, The Rock. Tja, da haben sich zwei gefunden. Konnte dir der Luxe klingt nicht in die Parade fahren? Das ist interessant. Übrigens, ich habe mir ja die Frage gestellt, ob das, wenn das drei Leute sind, überhaupt funktioniert, ne?
Und da haben manche gemeint, nein. Das läuft immer darauf hinaus, dass sie Nein sagt. Aber es gibt auch andere, die gesagt haben, ja, die Person kann sich trotzdem für einen der drei entscheiden. Mal so, mal so. Ja, Mensch, was geben wir dir noch Schönes? Passt alles nicht so richtig zu dir. Passt alles nicht so gut. Passt nicht so gut zu dir. Ich weiß nicht, was geben, was schenke ich dir. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Ein Magenmittel. Das ist, was ich dafür zurückbekomme. Dass du irgendwie dein Deckelchen für deinen Topf gefunden hast, oder was? Die Stimme von Igumin ist so sanft. Einfach wunderbar. Jetzt redet er von nichts anderes mehr. Oh. Reicht fürs nächste Level Up. Einen Song gebe ich dem auch nicht. Und ich wollte dir die Einrichtung geben. Für dich habe ich die gekauft. Es war ein bisschen teuer. Aber ich denke, er ist ja auch ein Showmacher, deswegen bitte. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Aber das ist sogar krass mit dem jubelnden Publikum. Willst du dich vielleicht noch... Hier macht ja schon das Schauen Spaß. Also für mich kein krasses Zuhause. Guck mal hier sogar. Sieht sogar eher aus wie Wrestling statt wie Boxen. Finde ich. Ich werde täglich damit umgehen. Also auf dem Monitor dort. Da würde ich sagen, die Einrichtung passt. Wenn das nicht ein toller Tag für The Rock ist, was ist dann ein toller Tag? Jetzt geht's aber los hier. Eilmeldung. Auf den Ranglisten wurde die neue Kategorie Luxusmigrant angekündigt. Meliodas findet, dass das Ebenbild von Let's Play Markus ihm in letzter Zeit weniger Geschenke macht. Er fragt sich, wofür das Ebenbild von Let's Play Markus das ganze Geld wohl ausgibt. Und erkundigt sich bei anderen Bewohnern, wie viel Geld für Geschenke an sie ausgegeben wird. Welches sie auf ihrem Haus kostet wohl am meisten? Vielleicht ist es ja jemand völlig Unerwartetes. Die Ergebnisse werden immer auf dem neuesten Stand gehalten, schaut sie euch also am besten regelmäßig an. Danke fürs Zuschauen. Tatsächlich keine uninteressante Kategorie, oder? Ja, mit wem ich am meisten Zeit verbracht? Die, die am längsten auf der Insel sind, oder? The Rock! Als ob, ne? Ja, die Einrichtung war halt teuer. Bei Heisenberg, es geht halt primär um die Einrichtung, glaube ich. Wie teuer die ist, kann ich halt nicht mehr nachempfinden. Wie schaltet man das frei, indem man so und so viel Geld ausgegeben hat? Monte, Shantae, Ned Stark, Samuel, Tali, Elsa, Unge, Dida, Samuel Jackson, Misa, Taylor Swift, Sans, Garfield, Mark Forster... Colonel, Donkey, Buddy, Cooking Mama, Billy Eilish, Otto Walkes, Inkling Girl, Drachenlord, Cartman. Das sind schon verrückte Leute. Meliodas, die 180 Yen wohl klar. Dimitrescu, Wednesday, Karin Ritter, Sailor Moon, Let's Play Markus, Kumatora, Günther Jauchler, Karl Lauterbach, Domian. The Joker, obwohl er so lange dabei ist. Es tut mir ein bisschen leid. Das ist, weil seine Einrichtung der Knast halt nichts kostet. Trumpy, Emma Watson, Misty, Carmen Geist, Saitama, Maskenhändler, Luxer Klink, Megumin, Chewbacca, Hild der Steine, Bob Ross, Olaf Scholz, Gronk, Whisper, 9 Wolf, Barbara Salisch, Knossi, Tanzverbot 370 und Saul. Saul ist die ärmste Sau. Das tut mir leid. Komm, wir gucken nochmal rum. Ja, Shantae ist fit, ne? Die macht ja auch Bauchspeck-Training. Anders als Bob Ross, ne? Wer nicht mehr lebt, ist nicht mehr so sportlich. Taylor Swift am beliebtesten. Rock Lauterbach Saitama. Tanzverbot ganz unten. Saitama auch der beliebteste hier. Maskenhändler, Luxer Kling, Samuel Tali. Stark. Ja, die mit den wenigsten Punkten. Wednesday, Taylor, Misty Elsa. Carmen Geist.
Um wem kümmere ich mich besonders viel? Das ist der Unterschied. Nicht wie viel Geld, sondern wie sehr kümmere ich mich. Ne? Jetzt mit Markus Lauterbach, Netz, Dark Sands. Unge, Knossi, Saul. Unge am wenigsten? Na, tut mir leid. Dabei habt ihr mir doch was geschrieben. Wo ich euch absolut zustimme. Und ja, er hat eine Tropeninsel-Einrichtung. Vielleicht... Haben wir uns schon eine Woche nicht gesehen? Eben Bild von Let's Play Markus. Ich habe halt nur auf die Optik geguckt. Ich muss ihm auch veganes Zeug geben. Warte mal, Creme-Eintopf? Das können, sieht auf jeden Fall nicht sehr fleischig aus. So auf jeden Fall, ne? So, Unges. Hör mal. Er kriegt eine Phrase und zwar, natürlich, Milch ist Gift. Auch witzige Zeiten. Was anderes passt ja von der Länge schon nicht rein. Optimal. Also das Video und die Reactions da drauf, das war auch größtenteils Show, ne? Ist euch klar. Das war schon aus Überzeugung. Glücklich 4 könnte man machen. Oder bin ich sogar wütend? Welches Gift! Er hat es ja relativ ruhig rübergebracht. Wütend 9. Oder vielleicht sogar die traurige Variante. Ja, das passt nicht so gut. Der saß auf dem Boden, ne, mit seinem Hund. Könnte man. Besorgt, ja. Besorgt, dass man sich nicht vegan ernährt. Welches Gift? Ne, der saß auf dem Boden. Ich mach das. Deswegen so. Unges. Milch ist Gift. Genau. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Das tun wir. Hustensaft, ja, prima. Habe ich das Tropeninsel-Outfit? Habe ich nicht. Ja, okay. Habt ihr recht. Das sieht schon... Als ich geguckt habe, was sieht hier nach Insel aus, dachte ich halt eher an eine Insel wie, naja, eine einsame kleine Insel mit Sand und einer Palme drauf oder so. Wobei das hier sieht schon so nach Luxus aus. Ja, das passt. Vielen Dank. Also ich habe weniger auf die Namen geachtet, sondern mehr auf die Optik, wie es wirklich ausschaut. Das ist der Unterschied. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Madeira. Übrigens. Ja, auch ein bisschen Bambus. Er mag ja Bambus. Ist gar kein Bambus. Was? Das sind einfach diese Flechtdinger. Ich werde pfleglich damit umgehen. Direkt der Nächste. Was können wir dir geben? Eine View hat er bestimmt. Laufband, der hält sich auch fit oder nicht, aber Laptop braucht er schon mal, ja. Der wurde das Mindeste. Dank der Reisenden ist diese Insel direkt viel. So, noch wichtige Anliegen? Ja, da mische ich mich jetzt nicht in den Streit ein, das bringt mir unterm Strich ja nichts. Sondern neue Bewohner. Aber heute. Tatsächlich mal wieder ohne Tomodachi Life QR-Code, sondern MiMaker QR-Codes. Oh Gott, warum ist das Kabel so kurz? Nee, kaputt. Irgendwas ist falsch. Naja, wird schon schief gehen. Ach, ja, ich habe ins Arbeitszimmer jetzt eine brandneue Klimaanlage. Ist noch nicht fertig angeschlossen, aber die steht schon mal im Weg. Und jetzt hat die irgendwie das Ladekabel vom 3DS verkürzt. Aber ich will nicht einfach am Kabel reißen, ne? Da bückt man sich halt mal. Bevor hier wieder irgendwas passiert, was ich nicht will. Also, es ist nach zwei männlichen wieder Zeit für einen weiblichen Bewohner. Und die Rede ist von Nena. Jetzt komme ich nicht näher dran, ne? Muss ich ganz kurz den Akku mal rausmachen.
habt ihr viel zu viel gesehen. Also, von Keentendo. Jetzt kann ich euch generell so ein bisschen... Hinter den Kulissen. Amiibo. Stark. So, ich wollte aber den Nena QR-Code. Und vor allen Dingen, der Akku hiervon ist ja ein bisschen schwach auf der Brust. Bloß wieder rein damit. Also der ist sogar kaputt, der Akku. Sollte permanent drin sein. Nena, ist auch nicht mehr die Jüngste, wa? 99 Luftballons, dies, das. War auch in Verruf zur Corona-Zeit. Da wurde sie outgecallt als Querdenkerin. Keine Ahnung, ich kann da nicht mitreden, was die gesagt hat und was nicht. Ich habe nur gehört, es gab Shitstorms. Ich bin auch nicht pro oder contra eines gewissen Bewohners, das sage ich euch direkt. Ist die wirklich so? Jetzt muss ich nochmal googeln, wie die aussieht. Die sieht so dunkel aus im Gesicht. Ist die nicht hell? Schon, ne? Jetzt habe ich mal gegoogelt. Ja, Ikone der 80er. Da war sie bekannt für ihre... So oder so? Ich mach lieber so. Da war sie bekannt für ihre Achselhaare. Nicht die 99 Luftballons, ne? Die Männer der 80er, die haben die gefeiert, weil die hat ja Achselhaare gehabt. Das ist ja ein Ding. So, Name. Sie heißt Gabriele. Gabriele Susanne Kerner. Aber keiner nennt die Gabriele. Deswegen sage ich Nena. Nachname Kerner. Kerner. Hier wurde das ausgesprochen? Nena. Ja, ist richtig. Geburtstag. Stimmt. 24.03.60. 60. Das heißt, die ist 64 Jahre alt. 64! Boah. Aber es ist auch so, du hast irgendwie in den 80er Jahren, das ist ja jetzt auch schon wieder 40 Jahre her, hast du irgendwie ein paar Songs geschrieben und die hast du bis heute oder was? Gott, wie hört die sich denn an? Ich muss alles selber machen. Ich bin Nena Kerner. Ich bin Nena Kerner. Alle nennen mich nur Nena. Ich bin Nena Kerner. Ich bin Nena Kerner. Ich bin Nena Kerner. Alle nennen mich nur Nena. Ich weiß es nicht. Also, handelt schnell oder langsam? Das weiß ich auch nicht. Direkt oder sanft? Das weiß ich auch nicht. Ausdruck ist kühl oder lebhaft? Schon lebhaft, oder? Vorsichtig? Sorglos? Sanft oder direkt? Direkt, weil die diese Corona-Sachen kritisiert hat. Die nimmt kein Blatt vor den Mund. Ist sie speziell? Schon. So. Lebhaft, offen, intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig, Flirtgranate. Also jetzt blieb der Typ, stets voller Energie und Enthusiasmus, wird von allen bewundert und arbeitet im Verborgenen dafür sehr hart. Wir haben noch einen. Wir haben sogar noch einige. Hat ich denn noch? Ah, jetzt, ja. Also ist für euch kein Geheimnis mehr, weil ihr habt die... Ich muss wieder rausziehen. Wenn ich das mal fertig gebaut habe, ist es dann nicht mehr so. Ich muss einfach die Kabel richtig legen noch. Was ist denn so klein? Mut Roshi! Auf Englisch Master Roshi. Aus Dragon Ball. Egal welchem. Muten. Rossi. Ah, kann man auch nicht ändern, den Spitznamen, aber ich kann, dass die Aussprache geändert wird. Muten Rossi. Rossi. Muten Rossi. Dann sprechen wir es immer falsch aus, aber wir sprechen es lieber falsch aus. Rossi. So, es gibt keinen, also es gibt nach Dragon Ball Zeitrechnung gibt es ein Geburtsjahr, aber damit können wir ja nichts anfangen.
Deswegen habe ich geschaut, die erste Folge, in der Muten Roshi auftritt. Ja, und eigentlich müsste man den Manga nehmen, aber ich nehme jetzt halt die Anime-Folge. Die erste Folge, in der er auftrat, abgesehen vom Intro, war die dritte Folge. Und die dritte Anime-Folge vom Dragon Ball Classic Anime kam am 12. März 1986. So, jetzt können wir nicht 1986 nehmen, da ist er viel zu jung. Der ist ja mehrere hundert Jahre alt, der hat ja den Phönix des ewigen Lebens oder dabei ja was, ne? Deswegen machen wir das Älteste, was gibt. 1900. Ich bin Muten Roshi. Ich bin Muten Roshi. Ich bin Muten Roshi. Alle nennen mich nur Muten Roshi. Es ist relativ schwer, eine alt klingende Stimme auf die Beine zu stellen, finde ich. Ich bin Muten Roshi. Ich bin Muten. Besser habe ich es nicht geschafft. Handelt er schnell oder langsam? Normal, hätte ich gesagt. Schaut doch Dragon Ball Classic. Wobei, da gibt es wirklich viele unnötige Fehlerfolgen. Er spricht Sachen schon direkt an. Viel zu direkt. Er ist lebhaft. Er ist sorglos. Er ist speziell. Ja. Lebhaft, offen, intuitiv, vital, impulsiv, optimistisch, begeisterungsfähig, Abenteurer-Typ, Energiegeladen-Typ, der nicht zu stoppen ist, wenn er mal was angefangen hat. Handelt oft ohne viel darüber nachzudenken. So, da haben wir wieder einen Anime-Charakter und einen Real-Life-Promi heute gehabt. Ohne YouTuber? Du kannst doch nicht so viele YouTuber reinpacken, Markus, das geht doch nicht. Na, was für ein Fotograf ist eigentlich da? Salesh. So jemanden wie dich habe ich noch nie in diesem Park gesehen. Hatten wir ja schon mal die Situation mit dem Fotograf. Ich wollte nur gucken, wer da ist. Ich gucke mal ganz kurz, ne, wo sie alle sind. Der Tanzi, ich kann auch nicht drehen, ich kann nur zoomen. Tanzverbot sitzt am Brunnen und chillt seine Base. Am Strand ist Bud Spencer und lässt es sich gut sehen. Reden habe ich verlernt. Im Café. Ach da, Samuel Jackson. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihn gesehen habe. Habt ihr ihn gesehen? Lauterbach und Misa, habt Spaß. Und auf dem Turm. Gottschalk und Ross, die sie vor sich hin gammeln. Ja, so ist das, wenn man schon so viele Bewohner hat. Dann ist immer was los. Sollen wir uns jetzt um euren Streit kümmern? Gar keinen Bock. Naja, gleich. Magst du etwas spielen? Machen wir das. Lass game, Digga. Das erste Item? Ein bisschen Slots ballern. Was wird es wohl sein? Tofu! Die richtige Antwort ist... Man sieht nicht viel, aber... Es war... Das zweite Item... Dann haben wir hier. Was wird es wohl sein? Fossil? Kuckucksuhren? Nee. Sieht irgendwie nach Essen aus, also. Es war ein Auberginenauflauf. Ich hab noch nie einen Auberginenauflauf gegessen. Das sieht ja aus wie ein verunglückter Burger. Und das letzte Item? Was wird es wohl sein? Die Farbe. Die Farbe sagt mir Pfefferminzbonbon. Es war ein Pfefferminz, aber... Pfefferminz. Also ich kenne die Runden mit diesen Streifen, die sind eigentlich gut, aber... Pfefferminz muss da nicht sein. Glückwunsch. Die teure Vase, ja. Kann man auch zu Geld machen. Sehr gut sogar. Bisschen KFC. Aber nicht besonders krass. Da ist noch was Platz im Magen. Speck. Bacon. Ich achte auf eine ausgewogene Ernährung. Monte. Lass mal Monte ein Lied singen, ne? Ich habe immer noch nicht aufgeschrieben. Metal hatten wir, Pop. Hatten wir Pop.
Wir hatten Rock. Hatten wir Pop? Ich muss mal nachschauen. Ich glaube, ich nehme Pop, Freunde. Ich guck mal ganz kurz, was es ist. Bevor ich einen Fehler mache. Ja, es klingt nicht so, als würde es zu Monte gehören, aber er kriegt Techno. Ich glaube, da kriegen wir einen Song hin. Probieren wir es. Das war das. Meine Damen und Herren, so geben Sie mir etwas Bedenkzeit. Moment, meine aktiven Freunde. Es gibt was. In Buxtehude bin ich nicht in Lambo komm. Geh ich die Krippen. Kaido ist ein Feini. Hauen sind die Hunde. Aber lass mich das mal ausreden. Ja, moin. In erster Linie freu ich mich für Mehmet, Digga. Und das war der Song. Wie hat er euch gefallen? Es ist immer sehr limitiert, was man überhaupt tun kann, deswegen. Cartman ist wirklich ein toller Typ. Das ist wohl wahr. Ja gut, legen wir den Streit lieber bei. Die hören ja gar nicht auf. Ah, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie schon wussten. Ich habe mich mit Heisenberg gestritten. Ich bin so wütend. Hilf mir lieber erstmal, mich zu beruhigen. Wir haben ein Badeset. Hat er schon mal bekommen? Geh baden und tschüss, Mann. Also gut, ich gehe dann mal baden. Da werde ich keine Sekunde verschwenden. Das hat gut getan. Dann vertragen die sich. Ich bin schon viel ruhiger. Mal sehen, ob wir uns wieder vertragen können. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten eigentlich, was jetzt passieren kann. Wie immer. Ich mag es, dass auch die Tür so einen Sound hat. Zur Einrichtung passend. Dass man daran gedacht hat, ist cool. Ich wollte mich noch entschuldigen wegen neulich. Leg dich nicht mit Heisenberg an. Ach, eigentlich muss ich mich da entschuldigen. Ja, mit dem verrückten Maskenhändler will ich mich eigentlich auch nicht verspielen. Deswegen sind Streite bei Erlegen tatsächlich Danke, eine sehr... Wir haben uns vertragen. ...unproduktive Sache. Das nervt eigentlich nur, oder? Was sagt ihr? Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. Die Spieluhr beruhigt natürlich auch. Gut, dann war das mal wieder ein feiner Part. Wir haben ein neues Couple, wir haben einen neuen Song, wir haben zwei neue Bewohner, wir haben eine neue Rangliste. Also heute muss ich sagen, da war doch ganz schön was drin. Ich muss rausgehen mit dem Drachen spielen. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Das ist doch was, ne? Da kann man erstmal mit arbeiten. Und trotzdem müssen die Paare mal den nächsten... Oh, Abendmarkt, den nehmen wir noch mit. Die Paare müssen mal den nächsten Schritt gehen und irgendjemand verloben und so. Das wird noch kommen. Erst dann schalten wir auch die nächsten Sachen frei. Aber je mehr Paare wir haben, weil heute auch wieder eins dazu bekommen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Next Step gehen. Also über kurz oder lang wird das passieren, würde ich sagen. Leute, danke für heute. Bis zum nächsten Part. Dauert ein paar Tage, weil neue Let's Plays starten. Aber der nächste Part, Turbulenzschleif, der kommt dann auch. Bis dahin, haut rein, Däumchen. Bis dann und ciao.